noch ein Hydrant. Da kommen ja immer mehr Leute. Was machen die denn da? So, jetzt müssen wir noch auf den RTW warten. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir einfach einen Einer-Verteiler. Und einer da. Das macht er selber, okay. Die Drehleiter fährt hier einmal ganz außen rum irgendwie. So, ich würde mal sagen, die kann man loslassen. Und die Person muss da auch weg. Ja, das funktioniert doch ganz gut hier. Wassermarsch. Da brauchen wir noch zwei Abschleppfahrzeuge hier. Fahrzeug 2. 1 und 2. Die wollen hier hin. Dann würde ich mal sagen, leiten wir die um. So. Da kommt der Rettungswagen. Dann würde ich mal sagen, machen wir das hier. So, ablegen und behandeln. Da brauchen wir keinen Notarzt für. Nehmen wir die direkt mit. Wir haben noch so einen Gerätewagen. Steht das da drauf? Nein, aber ich vermute, es ist ein Gerätewagen. Sieht jedenfalls sehr danach aus. Vielleicht kann man das hier auch an der Nummer erkennen. Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon. Man kann eigentlich alles an der Nummer erkennen. Sagt mir wahrscheinlich wieder jemand in den Kommentaren, ne? Also könnt ihr mir ruhig sagen, ich habe da nichts gegen, ne? Der sollte vielleicht mal da löschen. Und der kann ja auch mal wieder gehen. Der auch. Ja, dann kann der auch mal rübergehen. Da steht ja schon wieder so eine Person. Was machen die denn da immer? Jetzt bringt das wahrscheinlich auch nichts mehr, ne? Trenn dich mal von der Person. Ihr habt ja keine feste Beziehung oder sowas. Da könnt ihr euch auch mal trennen. Jetzt kommt da schon wieder. Hallo? Ach, jetzt ist das sowieso gelöscht. Dann muss ich demnächst so 4 Polizeiwagen stellen, um das alles abzusperren, oder wie? Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und naja, versorgen Sie alle. Das ruckelt Opfer, jetzt sehr stark. Transportieren Sie ab. Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt abräumen oder sowas. Wir brauchen einmal ein einzelnes Fahrzeug der Feuerwehr Winterberg. Sowie Polizei und Abschleppfahrzeug dahin. Und wir haben hier eine Person, die bei einer Messerstecherei verletzt wurde. Da ganz außerhalb des Bildschirms. Dazu brauchen wir einmal einen RTW und einen Notarzt. Wer macht nochmal die Schranke hier auf? Brauchen wir noch ein Fahrzeug der Feuerwehr, glaube ich. Machen wir einfach mal und gucken danach. So, hier ist das zweite Abschleppfahrzeug. Dann ist der Einsatz hier erledigt. Die fahren nach Hause. Oh, hat da wieder jemand was umgeschmissen, ne? Florian Sauerland mit einem Einsatz für das LS16 Winterberg. Florian Sauerland Ende. Fahrzeug 1. Ja, ich würde mal sagen, da alarmieren wir die Kripo und die leitet dann da die ganzen Fahrzeuge um. Da müssen wir keinen Polizeiwagen dafür verschwenden. Da muss dann nämlich jetzt für den Rest des Spiels stehen. Leiten wir hier mal um, weil das ist ja gefährlich. Machen wir noch ein bisschen Platz. So. Ja, wir können hier auch eine Warnung an die Bevölkerung ausgeben.
Da kommt schon das Abschleppfahrzeug. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Die können das theoretisch mit Feuerlöschern löschen. Festnehmen und abtransportieren. Ich glaube, das mache ich einfach mal schnell. So, und dann verhaften wir hier den Taschendieb. So, vielleicht war das ja auch der, der diese Person da bei der Messerstecherei verletzt hat. Okay, der eine kann im Fahrzeug bleiben, weil es ist ja kalt. Der andere muss jetzt für den Rest des Spiels da stehen. Vielleicht ein paar Tage lang. Und Fahrzeuge umleiten. Obwohl, die könnten eigentlich auch mit dem Fahrzeug die Fahrzeuge umleiten. Ich weiß, der Notarzt ist schon da. Ich muss da hinten jetzt ganz schnell hin. Aber das hier ist natürlich auch wichtig. Ach, jetzt funktioniert's. Jetzt können die da langfahren. Ich hab's repariert. Okay. So. Die sind schon da, dann gehen die mal nach da ganz hinten. Die Person retten. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier das Ding auf. Schrank öffnen. Dann fährt zuerst mal der Notarzt dahin. Bin unterwegs. Was? Ja gut, der Taschendieb ist anscheinend entkommen. Hier hinten, das haben die schon gelöscht. Ja? Vielleicht entzündet sich das ja wieder. So, RTW kann er auch mal vorfahren. Also nicht hier vor dem Baum oder so, sondern nur weiter vor. Noch ein bisschen weiter. So. Person behandeln. Dann gucken wir mal hier. Das hat... So. Okay, es hat funktioniert, ohne dass es sich wieder entzündet. Dann können die ja auch wieder wegfahren. Hier hätte ich jetzt den Triebblitz einschalten können, damit die Fahrzeuge hier hinten umgeleitet werden. Aber das ging ja schnell. Hätten hier einen riesen Umweg fahren müssen, geht das Warten schneller. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Okay. Behandeln und abtransportieren. Wahrscheinlich da drin, dann würde ich mal sagen, lamieren wir diesen Notarzt und den zweiten RTW, den Hintergrund-RTW, da rein. So. Hier gibt es auch First Responder Einsatz, aber da wir noch eine RTW haben, brauchen wir das nicht. Ja, und der kann jetzt eigentlich hier mal sagen... Achso. Ist ja... Moment. So, ich muss irgendwie hinkommen mit der Kamera. Mitnehmen. Gut, dann ist der Einsatz auch abgeschlossen. Hier brauchen wir vielleicht noch Feuerwehr. So, mal ein bisschen vorspulen, damit es nicht so langweilig ist. Ja, dann brauchen wir hier ein Fahrzeug der Feuerwehr Winterberg. Und die da können eigentlich schon mal wieder abrücken. Was sollen die denn auch noch? Obwohl, warte mal. Ja, ich gehe ja schon. Okay. So, das hat ihm jetzt bestimmt die Ohren kaputt gemacht. Oh. Muss erstmal die Schranke schließen, damit hier keiner reinfährt. Alles ordnungsgemäß so machen, wie es war. So, ja. Dann geht er mal zur Seite, damit die Feuerwehr da drankommt. Die ist ja jetzt da. So, alle aussteigen,
damit einer eine Axt holen kann. So, einschlagen. Hat jemand die Haustür abgeschlossen? Das geht ja gar nicht. Wahrscheinlich steht da wieder jemand drin, ne? Da müssen wir wieder die Polizei holen. Oh, einen Tag überstanden, das ist natürlich toll. Aber eigentlich ist es nur ein halber Tag. Das gibt's doch nicht. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Okay. Schlaganfall. Da würde ich mal sagen, der da und First Responder der Feuerwehr Winterberg. Weil das dauert ja, bis die da sind. So, die Feuerwehr kann schon mal wieder fahren. Und die hier werden definitiv verhaftet. Ja, das ist ja hier dieses komische Haus mit diesen komischen Leuten drin. Und ich verstehe gar nicht, wieso hier so viele Waffen drin sind. Ist das hier eine Militärstation? Ist das legal oder ist das hier so eine illegale Sache? Und dann rufen die Notarzt, ja, natürlich. Brauchen wir da eigentlich so einen Feldjäger für, um die festzunehmen? Ja. So. Ja. Werden wir gleich sehen. Den dann nehmen wir auch mal fest. Vielleicht wird hier ja auch ein Film gedreht. Aber ich sehe keine Kamera. Vielleicht bereiten die das nur vor. Vielleicht üben die nur. Tja, weiß man nicht. Fahrzeug 19. Ja. Wieder wegfahren. Gut, der kann ihn nicht mitnehmen. Fahrzeug 4. Da brauchen wir erst einen Feldjäger. Auf dem Weg. So. Das sieht ganz gut aus hier, denke ich mal. Am besten mit Notarzt wieder zur Sicherheit. Gut, anscheinend kommt die Feuerwehr nicht dahin. Zum First Responder Einsatz. Oder? Soll ich die nochmal alarmieren? Ich glaube, ich versuche es nochmal. Oder ist das vielleicht gar nicht mehr notwendig? Okay, ich glaube, das ist gar nicht mehr notwendig. Ja, da ist die Feuerwehr einfach mal nicht gekommen. Das ist natürlich auch nicht so toll. Muss ich einzeln alarmieren oder wie? Okay, die machen das schon. Der Notarzt ist schneller. Gut, hat er jetzt auch gemerkt. Die Person hier können wir leider nicht mitnehmen, weil wenn der Patient hier so ein Notarztpatient ist, dann können wir den nur alleine transportieren. Sonst hätten wir die Frau jetzt mitnehmen können, aber vielleicht können wir die... Moment mal, was ist denn hier wieder los? Nichts? Okay. Vielleicht können wir die im Notarztfahrzeug transportieren. Ach so, die fahren zum Krankenhaus. Wieso verfolge ich die dann? Ja, weil ich nichts anderes zu tun habe, denke ich mal. So, die auch. Ach so, ich muss die Klinik wieder freigeben. Habe ich ganz vergessen. Gut, mal gucken, wo die den jetzt hinbringen. Sonst habe ich ja gleich gar keine Notärzte und Rettungswagen mehr, wenn die alle irgendwo anders hinfahren. Höre, ist in Arbeit. Geht nicht. Zu Befehl. Gut, die fahren hier nach Winterberg. Das ist natürlich toll. Dann würde ich sagen, beobachten wir die Fahrt einfach mal. Bisschen medizinischer schneller. Notfall. Okay. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. So. Das Militäreinsatz, das heißt, hier alarmieren wir diesen Militär-RTW.
Der Bundeswehr KRKW.